In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Grundelement der Arrhythmie, mit der Verwurzelung nach unten in die Erde hinein. Wenn man sich mit dem Laut I beschäftigt, kann man eindrucksvoll erleben, wie äußere Gebärden durch innere Bewegungen entstehen. Machen Sie zur Einstimmung erst einmal die Basisübung Aufströmen und Abströmen aus dem gleichnamigen Video, wo beim Aufströmen die Gegenbewegung nach unten in die Erde entsteht und beim Abströmen ab einem bestimmten Moment der Aufstrom in die Gegenrichtung und die Aufrichtung. Jetzt beginnen Sie mit dem Abströmen in der Körpermitte. Bringen Sie die Hände wie zwei Schalen vor den Körper und lassen Sie sie langsam nach unten strömen. Haben Sie das Gefühl, in den Händen ist etwas drinnen, das Sie, wenn Sie dann langsam die Finger nach unten wenden, an die Erde abgeben. Lockern Sie die Handgelenke, die Finger und lassen Sie es weit hinunter in die Erde strömen. Wenn Sie beim Abströmen gleichzeitig Ihren Körper wahrnehmen, werden Sie kurz nach dem Einsetzen der Abwärtsbewegung im Innern ein Aufströmen im Körper bemerken. Nach unten sind Sie aktiv, nach oben passiv. Und je tiefer Sie nach unten fühlen können, umso freier wird die Mitte. Dann können Sie sagen, ich bin da. Wenn Sie Sonnenblumensamen in verschieden große Töpfe pflanzen, dann werden Sie sehen, dass auch Ihre Sonnenblumen verschieden groß werden. Die Größe der Wurzeln, die Tiefe, bestimmt die Größe, die entstehen kann. Also, wahre Größe entsteht durch Wurzelbildung und nicht, indem man sich streckt.